Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei haben wir die Fujin am Start mit ihrer wunderbaren Tarnung, also in dem Fall Kamikaze. Kamikaze. Und ja, in dem Fall der Garfield 2611 hat das Ganze hier eingesandt. Ist hier Top Tier 4er 5er Gefecht. Und hat erstmal den Boost angemacht und auch das werden wir ebenfalls tun. So, und da macht er die ersten Gegner auf, deswegen gehen wir jetzt hier auch in die Ist-Geschwindigkeit. Und da wird er auch schon aufgedeckt, denn da ist eine Mutsuki, die ist ganz nah. Das ist natürlich so der Moment, den man nicht unbedingt haben will. Er schickt alle drei Torpedostaffeln weg, also in Summe 6 Torpedos, die er da anstellen kann. Noch raucht er nicht, aber ich wollte gerade sagen, das wird er jetzt wohl gleich tun. Und ja, der Gegner hat da auch eine gute Staffel an Torpedos zu ihm rübergeballert. Aber er hat den so elegant ausgewichen, dass er da gar kein Problem erstmal damit hatte. Jetzt kann er natürlich selber nicht mehr spotten. Seine Torpedos scheinen da aber ebenfalls niemanden zu treffen. Was natürlich das besonders Tolle an dem Schiff ist, dass man einfach sehr schnell wieder die Torpedos am Start hat. Er hat sie jetzt schon nachgeladen und jetzt geht er dafür den Gegner. Also 46 Sekunden, bis man wieder 6 Torpedos auf die Reise schicken kann. Das macht schon richtig viel Spaß. Da schaut er auch nochmal an, wie die so entlang laufen. Aber die schauen nicht schlecht aus. Die dürften da durchaus eventuell die Iron Duke da ein wenig zermartern. Einzig und allein dieses Wrack ist da das Problem, sonst hätten hier 2 Torpedos getroffen. So ist es dann am Ende doch nur in Anführungszeichen einer. Aber auch der ist ja schon mal nicht schlecht. Wassereinbruch hat er da verursacht, aber der wurde sofort repariert dementsprechend. Also kein weiterer Damage. Jetzt hat er jemand nochmal einen anzünden können. Jetzt hat er sich da hier ein wenig festgefahren. Das sollte er natürlich schnellstmöglich fixen, denn da ist er natürlich ein wahnsinnig leichtes Ziel und wir sehen, er hat sich so ungünstig festgefahren, dass er da jetzt noch rangieren muss, wie aus einer Parklücke heraus. Gott sei Dank ist er jetzt hier nicht mehr sichtbar, obwohl bei dem Schiff 6 Kilometer sogar die Sichtbarkeit beträgt. Also das ist recht viel im Zerstörerbereich. So, jetzt hat er hier mal den Maschinenboost angemacht und jetzt kommt er auch endlich raus. Unter anderen Umständen hätte das schon den sicheren Tod bedeuten können, aber hier alles nochmal gut gegangen. So, jetzt nochmal ein paar Torpedos Richtung Iron Duke. Den beschädigten Werfer, den lässt er erstmal so reparieren. Dementsprechend zwar ein bisschen längere Reload-Zeit, aber jetzt wurde er gerade angezündet und da sofort das weggeheilt und auch den Nebel an den Start gebracht. Ja, vielleicht jetzt noch ein bisschen mit den normalen Kanonen arbeiten. Jetzt brauchen die vorderen einfach eine Zeit lang, bis die rumdrehen. Nur der hintere Turm ist gerade drauf. So, jetzt hat sich die Iron Duke wiederum festgefahren. Also scheinbar hier Entschuldigung, eine Kuschelrunde.
Naja, ich denke mal, die Torpedos werden die Iron Duke da definitiv zerstören. Ja, und er schaut auch nochmal nach. Aber yo, der sitzt. Da war es das auch schon. Und tschüss. Mit der Explosion macht er seinen ersten Kill der Runde. 20.000 Damage, da verspreche ich euch noch, das wird noch ein wenig mehr. Mit 20.000 geben wir uns hier nicht zufrieden. Die Kongo, auf die steuert er da jetzt zu. Oder die Wyoming. Was natürlich so ein Thema ist, er muss einfach aufpassen. Denn der Gegner hat ja auch da noch die Mutsuki am Start, die da irgendwo entlangfahrt. Und jetzt probiert er es da gegen die Mutsuki, weil er selber natürlich weiß, das ist so sein Nervgegner in dieser Runde. Er hat ja auch nur noch 3000 HP, aber die Mutsuki schießt hier erstmal nicht zurück. Das ist natürlich sein Glück. Gibt auch viele Zerstörerkapitäne, die gerne mal vergessen, dass sie überhaupt noch Kanonen haben. Und jetzt hat er die Mutsuki da zerstört. Und wir sind genau das Thema, hat sich erstmal auf die Torpedos konzentriert, statt dass er einfach mal zurückgeballert hat. Also gerade im Zerstörerbereich kommt es sehr, sehr häufig nach wie vor, dass die Leute mit Biegen und Brechen unbedingt die Torpedos losbekommen wollen, anstatt sie mal ihre Granaten auf den Weg schicken. So, und die Wyoming, die fährt da jetzt perfekt in die Torpedos rein. Ja, da scheppert es jetzt aber mal richtig. 4 Torpedos und ein vernichtender Schlag. Jo, genau so kann man es machen. So, und auch direkt schon wieder die nächsten Torps am Start. Die Kongo ist da jetzt in die Border gefahren. Und da versucht jetzt mal auf gut Glück ein bisschen was an Torps hinzuschicken. Vielleicht bleibst du da, ja? Ja, und da bleibt die Kongo so stur stehen und auch da sitzt der Torpedo und er macht sein 14. Kill. Also langsam aber sicher groovt er sich hier ein und robbt sich sozusagen an die Krake heran. Und langsam hat er auch mit 70.000 Schaden Betriebstemperatur aufgenommen, kann man so sagen. Und wir sehen, da kommen Bomber, aber die sind, glaube ich, nicht auf dem Weg zu ihm, sondern genau das habe ich mir gedacht, auf dem Weg Richtung Boke. Ja, und da fackelt er natürlich jetzt nicht lange. Sofort die Torps raus und auch hier sofort am Ballern. Das finde ich sehr schön, dass er eben nicht nur sich hier auf seine Torpedos verlässt, sondern auch wirklich noch seine normalen Granaten nutzt. So, jetzt ist er hier gleich wieder bereit für noch ein paar Torps. 2 haben schon mal getroffen. Wassereinbruch hat er verursacht. Auch der wurde sofort weggeheilt. Aber die 3000 Hitpoints sind kein Problem mehr. Die werde er jetzt mit den normalen Kanonen einfach wegmachen. Und da sogar noch eine Zitadelle getroffen. Und die Krake ist daheim. Sehr schön. Und damit auch 105.000 Damage. Aber er hat ja noch einen gegnerischen Flugzeugträger, denn der Terror-Tor, der ist noch in der Zone unterwegs. Und vielleicht findet er den ja auch noch auf gut Glück. Wir sehen auf jeden Fall hier vorne, da fliegen Flugzeuge weg. Also vielleicht findet er hier in diesem Bereich
Da noch einen Gegner. Und da ist er offen. Genau da, wo ich es vermutet hatte. Er hat zwar jetzt gerade keinen Boost mehr ready, aber trotzdem ist er noch flink genug. Und die Zui fährt auch noch perfekt auf ihn zu. Er schießt erstmal noch nicht, auch mit seinen normalen Kanonen nicht. Denn hier will er sozusagen ein bisschen aus der Position... Ja, okay, scheiß drauf. Er schießt doch. Jetzt ist er offen. Jetzt weiß der Gegner auch genau, woher er kommt. Könnte also jetzt noch seine Flugzeuge auf ihn drauf schicken. Aber er geht dafür. Ich sag schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, denn die Runde ist gleich beendet. Ja, ein schönes Zerstörer-Gameplay, so wie man es mag, mit zwei toten Flugzeugträgern am Ende. Und wir sehen, die fließen schon sehr gut. Daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.